weniger Stress im Alltag zu haben, mehr Zeit, ja, wer wünscht sich das nicht? Aber wenn wir einfach mal ehrlich sind, läuft es am Endeffekt einfach darauf hinaus, dass wir auch wirklich weniger tun. Es ist unsexy, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt tausend tolle Methoden, um den Stress zu kompensieren. Also Atemübungen, Dankbarkeit, Qigong, Yoga, Meditation. Aber das ist irgendwie alles auch nur symptomatisch arbeiten. Warum fangen wir nicht einfach mal an, unser Zeitmanagement ein bisschen zu verändern und uns einfach die Zeit so einzuteilen, dass wir uns nicht so fühlen, als ob die ganze Zeit ein Tiger hinter uns her wäre. Genau deswegen habe ich persönlich in einer Zeit, als es mir wirklich nichts mehr so gut ging. Ich war echt am Limit mit allem Studium und Arbeit, habe ich mir selber so ein System entwickelt, wie ich mir jetzt meine Zeit einteile. Ich habe diesen Planer dann sogar in die Welt hinausgebracht. Ich habe ihn Quintessenz-Planer getauft. Ihr findet ihn auf meiner Webseite, den könnt ihr natürlich euch dort kaufen. Aber ich werde euch jetzt halt einfach ein paar von meinen Top-Tipps, die ich euch dort mit an die Hand gebe, auch jetzt mit euch teilen, damit ihr trotzdem von meinem Wissen auch hier schon profitieren könnt. Wie gesagt, wenn ihr das wirklich nochmal gebündelt haben wollt und wirklich als Tool im Alltag einsetzen wollt, gerne. Ich freue mich, wenn ihr das mal auscheckt. Unten in der Infobox werde ich ihn euch verlinken. Ansonsten gebe ich dir jetzt halt ein paar wirkliche Sachen mit an die Hand, ein paar Top-Tipps, die mir geholfen haben, meinen Alltag wieder so zu strukturieren, dass mein Leben einen Sinn hat, dass ich aber gleichzeitig produktiv bin, aber ein Leben auch führe, das noch im Einklang mit meinen Werten ist, mit meinem Wertesystem und mit meinem Körper und ich mich deshalb auch nicht fixen fertig mehr mache. Also kommen wir jetzt zu diesen paar Top-Strategien, die ich sehr, sehr hoffe, dass sie dir auch weiterhelfen werden. Das Erste, was du dir vielleicht bewusst machen solltest, ist, wenn du auf Instagram bist oder sonst wo und irgendwelche coole Inspirationssprüche siehst, such dir mal echt so ein paar Favoriten aus. Was sind so deine Top-Inspirationssprüche, die aber noch viel tiefer gehen als nur Inspiration? Sie berühren dich tief in der Seele. Das heißt, das ist irgendetwas in dir, ein Wert, eine Lebensweise wird dadurch angesprochen oder getriggert, die du eigentlich in deinem Alltag auch wirklich einsetzen möchtest oder gerne so sein wollen würdest, wie in diesem Spruch. Ich habe dann am Anfang mir das so gemacht, okay, was sind denn so die Inspirationsleitsätze, die mich wirklich so stark triggern, dass ich in meinem Leben was verändern möchte. Da habe ich mir einfach die Best-ofs auch mal so überlegt und wirklich so möchte ich da mein Leben auch ausrichten, um das zu praktizieren. Und das dient einfach mal so als Filter, durch das ich sehr, sehr viele Entscheidungen treffe und sehe. Zum Beispiel, also einer meiner Top-Favoriten ist The way you live your days is the way we live our lives. Also wie wir unsere Tage leben, so leben wir unser ganzes Leben. Und wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffen muss, versuche ich erstmal durch diesen ganz großen Filter, durch diesen Inspirationsfilter, durch dieses große Wertesystem, zu überlegen, ist es überhaupt eine Entscheidung, die im Einklang mit dem Leben ist, das ich führen möchte. Dann ein zweiter Punkt, bevor wir uns um die genaue Zeiteinteilung kümmern, ist, es gibt in deinem Leben und in jedem Leben viele verschiedene Lebensbereiche, also Freunde, Familie, Arbeit, Sport. Das sind aber keine festgelegten Bereiche. Du kannst da auch selber noch Bereiche, die für dich persönlich wichtig sind, noch hinzufügen. Und dein Leben hat eben diese verschiedenen Facetten. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich eine Zeit lang dann eben nur noch in diesem ganzen Karriere, Arbeit, Studium, Weiterbildung, Sphäre bewegt und solche Sachen wie Partnerschaft, Liebe, Freunde, kam alles zu kurz. Und dann kam auch dieses Gefühl von, boah, irgendwie, ich fühle mich doch leer, ich fühle mich nicht so ganz erfüllt, irgendwas fehlt in meinem Leben. Und darum kann ich dir nur wärmstens empfehlen, schau, dass wie in so einem Kuchen, ja, dein Leben anhand dieser Lebensbereiche ausgerichtet ist und dass du dir auch wirklich für jeden Lebensbereich bewusst Zeit nimmst. Schau, dass du ein bisschen Sport immer integrierst, Freunde, deinen Partner oder deine Partnerin, deine Familie. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Überleg dir, was sind deine Lebensbereiche. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist, mit wem verbringe ich meine Zeit? In meinem Quintessenzplaner, da gehe ich nochmal also mit dir eine Übung durch und zeige dir, wie kannst du identifizieren, wer die wichtigen Menschen in deinem Leben sind. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt super viele nette Menschen auf der Erde. Und ich wünschte auch, ich könnte mit allen befreundet sein und immer Kontakt haben und ständig unterwegs sein. Aber es geht nicht. Wenn wir so viele Bekannte und Freunde haben, dann fehlt uns einfach die Zeit, mit ein paar wirklich wichtigen Leuten eine tiefe Verbindung einzugehen und aufzubauen. Denn genau das kostet eben Zeit und auch Energie. Und deshalb überleg dir wirklich,
wer sind deine wichtigsten Leute in deinem Leben? Wer hat auch deine Zeit und deine Aufmerksamkeit am meisten verdient? Und kümmere dich wirklich um diese Menschen ganz besonders. Du musst immer nicht mit allen was machen. Das bringt niemandem eigentlich was, weder dir noch den Leuten, weil du nur so oberflächlich alle mal ein bisschen so ja, abgehakt hast. Ja? Sondern versuche wirklich mit den paar Leuten, die dir wirklich wichtig sind, eine tiefe Verbindung aufzubauen. Dann hast du auch weniger Stress und weniger To-Dos, Treffen, Geburtstage, auf die du immer rennen musst und irgendwann dich auch ausgelaugt fühlst. Das Gleiche würde ich auch beziehen dann auf den Beruf. Was sind so meine Top-Connections oder meine Work-Buddies, die ich wirklich auch brauche für mein berufliches Weiterkommen, die auch mich brauchen, mit denen habe ich eine tolle Beziehung, einen tollen, wertvollen Austausch. Ich meine, klar, es ist sexy auf LinkedIn, keine Ahnung, 10.000 Kontakte zu haben, aber wer sind wirklich Kontakte, die ich brauche? Wer sind Menschen, die mir wertvoll sind und denen auch ich was geben möchte, mit denen ich eine Verbindung auch aufbauen möchte? Also überleg dir das sowohl für deinen privaten als auch für deinen beruflichen Zweig. Wer sind Menschen, die in deinem Wert, also in deinem Leben wirklich einen wertvollen Platz einnehmen? Und dann schenke ihnen ganz besondere Aufmerksamkeit und Zeit. Dann ein anderes kleines Konzept, was ich noch integriert habe bei meiner täglichen Planung, ist das sogenannte WOW-Konzept. Und zwar steht einmal für W-A-O. W heißt weghauen, A automatisieren und O outsourcen. Das heißt, bevor ich eine Aufgabe mir überhaupt auf die To-Do-Planner oder auf meine Liste schreibe, überlege ich mir, weghauen, ist es überhaupt wirklich nötig, dass ich das mache? Also kann ich auch wirklich ohne diese Aktivität klarkommen? Wenn nicht, dann kann ich die automatisieren, also muss ich die ständig wiederholen selber oder kann ich das in irgendeinem Upload-Programm, zum Beispiel für YouTube, gibt es da irgendwelche Systeme, die das für mich selber machen, das uploaden und veröffentlichen, dass ich das nicht immer manuell machen muss. Und O, outsourcen, kann ich das irgendwie delegieren. Also kann ich diese Aufgabe jemandem anderen geben, der das für mich macht und vielleicht als Gegenaustausch mache ich was für diese Person, aber ich bin zum Beispiel nicht gut darin, also kann ich diese Aufgabe nicht einfach abgeben, weil jemand anders kann die vielleicht auch besser erledigen. Eine andere Methode, die ich eben auch noch integriert habe, ist wirklich zu überlegen, was sind so deine Superkräfte? Was ist das, was du wirklich besonders gut kannst und worauf deine ganze Arbeit sich stützt? Ja? Man kann nämlich auch, vor allem wenn man auch selbstständig ist, wie es bei mir der Fall ist, ist man gefühlt alles. Man ist der Buchhalter, man ist der Marketing-Guru, man ist der Coach, alles in einem. Aber überleg dir auch, wenn du zum Beispiel angestellt bist, klar, da gibt es auch ganz viele To-Dos, die du irgendwie auch erledigen musst, aber du wurdest eigentlich ursprünglich nur angestellt für eine besondere Aufgabe. Versuche wirklich in dieser Aufgabe gut zu werden. Sag, das ist deine absolute Prio. Ob ich den ganzen Rest schaffe und wie ich den schaffe und ob der jetzt halt perfekt ist oder nicht, ist dann einfach nur noch zweitrangig. Versuche dir wirklich zu konzentrieren auf dieses eine Konzept oder auf eins, zwei Konzepte, die wirklich wichtig sind in deiner Arbeit und aus denen dann das Maximale rauszuholen. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, das heißt The One Thing von Gary Keller. Der spricht eben ganz genau darüber, wie du auch das identifizierst und dich, warum das auch so wichtig ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und der letzte Tipp, der halt für mich auch absolut life-changing war, natürlich, ich komme aus dem ganzen Gesundheitsbereich, ich habe wirklich angefangen, meine Zeitplanung im Einklang mit meinem Biorhythmus, mit meiner Chronobiologie, das heißt mit meinem Körper, zu matchen. Ich als Frau habe natürlich einen Zyklus, das ist kein Geheimnis und in meinem Coaching gehe ich da auch nochmal näher drauf ein, aber auch in dem Planer zeige ich dir, ob du jetzt Mann bist oder Frau, bei Männern gibt es natürlich da andere kleine Tricks und Tipps, wie du es an dich selber anpassen kannst. Da gibt es nämlich einfach Phasen in deinem Alltag, wo dein Körper besonders leistungsstark ist und Tage, wo er, oder auch Stunden am Tag, wo er ja, nicht so leistungsstark ist oder besondere Stunden am Tag, wo du dich besonders gut körperlich konzentrieren kannst, weil deine Muskeln da besonders stark arbeiten oder gut durchblutet werden. Andere Zeiten, wo du besonders kognitiv aktiv bist. Wie du das herausfindest, wann deine Primetime hast, das zeige ich dir auch in dem Planer, aber ansonsten überleg dir einfach mal selber für dich, was war immer so eine Zeit, wo du besonders gut lernen konntest, wo du besonders gut Sport machen konntest und versuch dann deine Zeit dementsprechend einzuteilen. Also zwing dich nicht, um 6 Uhr in der Früh aufzustehen und ins Fitnessstudio zu gehen, wenn es einfach nicht dein Ding ist. Dann versuch es einfach zu einer anderen Zeit dann einzuplanen, wenn es auch für dich sich natürlich anfühlt, weil dann hast du weniger Widerstand, du brauchst nicht 1000 Motivationscoaches, die sagen, jetzt gehen wir ins Studio, sondern es geht von selber, von alleine und das spart dir auch Zeit, wenn du weniger Widerstand hast. Wie gesagt, falls du nochmal alles im Detail haben möchtest, nochmal erklärt, auch mit einem nochmal speziellen Video, wo ich darauf eingehe, dann kannst du dir gerne meine Quintessenzplaner holen, den habe ich in der Infobox verlinkt oder auch auf meiner Webseite
findest du den. Ich habe auch, wie gesagt, ein begleitendes Video zu diesem Planer erstellt, damit du auch das Maximale aus ihm für dich raussuchen kannst und rausziehen kannst und auch auf dich anpassen kannst. Es heißt zwar Planer, aber es ist nicht nur ein Planer. Es soll dir einfach dabei helfen, dein ganzes Zeitmanagement ein bisschen zu revolutionieren. Es soll dir helfen, ein Leben zu führen, das im Einklang mit deinen Werten ist, das eine Sinnhaftigkeit hat, und natürlich dann nochmal ein kleiner Terminkalender-Tool ist natürlich auch noch mit drin. Und ansonsten noch der allerletzte Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann. Es gibt ja dieses tolle Buch auch von Ray Dalio, das heißt Principles. Das habe ich auch sehr beherzigt. Und zwar hat er da einen Satz gesagt, der ist mir einfach hängen geblieben. Und zwar: egal was du planst, es dauert immer doppelt so lange und kostet doppelt so viel. Das heißt, in meiner Planung, wenn ich jetzt irgendwas vorhabe, zum Beispiel YouTube-Videos drehen, und ich eigentlich ursprünglich denke, ach ja, das dauert jetzt nur eine Stunde. Nein, es dauert nie eine Stunde, es dauert meistens immer zwei. Also ich plane ganz bewusst lieber Puffer ein, und mein Gott, dann fühlt sich das, aber ich komme nicht in so einen Stress, in so einen Strudel. Also plan immer ein bisschen Puffer mit ein in deinen Terminkalender, als wäre das wirklich ein fixer Termin. Der Puffer ist auch fix. Weil falls du doch frei hast, kannst du auch mal durchschnaufen. Und schon hast du gleich mal mehr Ruhe im Alltag. Genau, das waren meine Top-Tipps. Ich hoffe, sie konnten dir auch weiterhelfen. Lass mir gerne deinen Top-Tipp für mehr Ruhe im Alltag und weniger Stress in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Pfiat die!